Ja, ich bin auch nicht im Kaukasusgebirge. Das ist ja Wahnsinn. Nacht war okay. Einmal wach geworden sind wir. Und 1:30, warum beide? Geräusch von der Straße wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. 20 Grad. 20 Grad. So, ich zeige euch das jetzt mal alles, wo ich hier heute übernachtet habe. Also ihr seht schon, da hinten ist die Hauptstraße. Dieser kleine Park hier, so klein ist der gar nicht. Ja, ja doch. Haben wir nur, wofür diese Überdachung ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was hier stattfindet. Hier habe ich geschlafen. Ich weiß nicht genau, da unten, wo der Promopapier liegt. Ja, räume ich gleich weg. Ja, Umweltsau. Hallo, jetzt wenn ich da gleich an diesen scheiß Berg denke, ne? Nein, nicht in dieser Richtung, genau in der anderen. Ja, ich finde nur die Szenerie. Also, die kann man jetzt noch nicht sehen. Ja, ungefähr so. Da muss ich rein, das ist noch steiler gleich. Naja. Ja, dann wird mir schon schlecht, ne? Aber muss ich eh durch. Soll ich machen. So, Fahrrad schon wieder gepackt. Für mich kann es dann gleich wieder losgehen Richtung Mula. Aber erst muss ich frühstücken. Das ist alles deine Vordertaschen drin, ne? Lecker, 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 lecker. Da mal reingucken, hier so die ganzen Teilchen, Plätzchen, Brot und so weiter. Aber wenn ich ehrlich bin, ne, ich habe überhaupt keinen Bock, Fahrrad zu fahren heute. Ich versuche es einfach mal. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin jetzt den vierten Tag unterwegs, ne? Und ich habe noch nicht einmal mein Kochgeschirr benutzt, mein Kocher, mein Becher, mein Teller. Kai wird dann das irgendwie einfach gemacht, irgendwie so alles zu kaufen. Außerdem habe ich keinen Bock, um alles abzupacken. Tag ist eh schon zu kurz. Und das ist um 7:45, mein armseliges kleines Frühstück. Ach ja, immerhin am Laden Nutella und türkische Wurst. Ich bin vier. Schaut euch diese einmalige Landschaft hier an. 8:18 Uhr. Steht auch die Sonne auf, wie ihr seht. Ja, und ich kann jetzt starten. Letzte Zigarette wird geraucht. Und dann auf in diesem brutalen Werk. Boah, bin ich demotiviert, ey. Naja, wird mit Sicherheit eine ganz harte Etappe heute. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Und wir haben noch nicht mal zur Halbzeit, ne? Ah, Helge, ich und meine Motivation, ne? Und in diesen verschissenen Berg muss ich rein, ey. Boah. Das wird hart, Leute. Hammer. 8:21 Uhr, wir haben 21 Grad, Leute, 21. Das soll ja ein Tag geben, ne? Ja, der Wind weht wieder sehr stark. Wieder von da hinten bis hinten links. Naja, kann man nicht so sehen, ne? Da oben links muss ich rein, wo die zwei kleinen Hügelchen sind. Ui, oh, der Berg. Der Berg, der knallt in die Beine. Junge, Junge, ich fahre hier Stück für Stück hoch. Das sind bestimmt 10%. Da hinten links muss ich rein, ne? Damit du Bescheid wisst. Also direkt am Morgen ist knallhart, ey. Boah, meine Muskulaturschmerz, ne? Ist auch noch von gestern alles in den Beinen. Puh, ja, hier schön. Jetzt 100 Meter Schritt. Ja, jetzt kommt auch noch die Luft dazu. Hart. Da hinten liegt Milas. Kann man sehen? Da sehen, wo ich mich jetzt hochschieben kann. Ich hab eine Mega-Rampe, ey. Oh, geht nur höher rein. Aber jetzt mit der schönen Aussicht. Hammer. Ja, da unten, ja, wo hab ich gezeltet? Irgendwo da unten. Leute. Der Super-GAU ist eingetreten. Wisst ihr was? Ich stehe wieder an der alten Stelle. Und wisst ihr warum? Zeige ich euch jetzt die Katastrophe des Jahrhunderts. Guckt euch diese Scheiße an. Das habe ich hier liegen lassen. Und ich wollte noch mal gucken, ob ich alles mitgenommen habe. Ich voll Idiot hoch 35. Ich kann den ganzen Berg nochmal hochfahren. Den ganzen Berg und ich war schon so weit. Egal, jetzt reiß dich zusammen, behalt die Nerven, Helge. Das ist der dritte Radkreistag, der dritte. Fühlt sich für mich an, als wäre ich schon eine ganze Woche hier oder so. Hammer. Alles nochmal. Komm, Helge, schaffst du. Da bin ich fast wieder auf der Höhe, wo ich vorhin war.
Immerhin. Ja, ne, hat man schon mal gesehen, das Bild. Ne? Genau, ich mache nochmal Pause. Hat aber noch einen anderen Grund, den zeige ich euch jetzt. Wieder ein kleines Jubiläum. Ich habe die 200 Kilometer Marke. Ja, ich sage, ich bin es anders, wenn ich 500 gefahren oder so. Boah, echt, ey. Über Rad rein, ne? Wenn ihr jemals hier fahrt, ne, Südküste Türkei, vergesst den Berg hinter Milas nicht. Also Richtung Antalya. Wahnsinn. Mal gucken, wo die mich hochgeschossen haben hier, ey. Hammer, ne? Da hinten geht's stramm weiter. Könnt ihr sehen, ne? Oh, mal gucken, wann das aufhört. Ich hoffe, da hinter der nächsten Kuppe. Oh, ich hab Zweifel. Ja, das verschissene Schild macht nicht gerade Mut. Oh Mann. Kommt aber hinten 10%, weil ich kenne mich hier rein. Ja, das sind definitiv 10%. Ich fahre nur noch 6 km/h. Boah, mache jetzt echt nur so 250 Meter Schritte. Und es hat nicht zu packen. Hammer, wie das hier hochgeht. 4,5 Kilometer geht der Aufstieg hoch. Ich habe ja noch die 2 vergeblichen dazu gemacht. Ich penne auch 10, ey. Bin ich hergekommen, ey. Die Straße da hinten. Da könnt ihr sogar die Tankstelle sehen. Dankeschön. Die Tankstelle sehen, wo ich übernachtet habe. Mitten im Bild. Oh, ich schwitze wie verrückt, ne? Oh, und hier oben geht kein Lüftchen. Oh, jetzt sind wir schon 22 Grad. Wo kein Lüftchen weht, da ist auch noch kein Gipfel. Weil meine Erfahrung sagt, oben auf dem Gipfel, da weht der Wind. Also bin ich noch lange nicht da. 5,5 Kilometer, Leute. 5,5. Und das Ende ist noch nicht in Sicht. Leck Arsch, ey. Hinter Milas, der Berg hinter Milas, nicht vergessen. Oh, Recep Tayyip Erdogan. Warum baust du hier keinen Tunnel, ey? Mann. Da geht's seit 6 Kilometern nur hoch, ey. Die dicken LKW kommen auch nicht hier hoch. Ist meine Kraft jetzt nach. Oder wird noch steiler. Ich fahre nur noch mit 5,7 hier hoch, ey. Gott, schenk mir doch, da ist mal gerade Fläche. Guck mal, sieht völlig gerade aus. Das sind 10%, Leute. Hammer. Hier, der Blick zurück, falls ihr meint, ich verkacke euch. Leute, das ist doch nicht normal. Wo schicken die mich denn hier durch, ey? Das ist ja wie im Schwarzwald, immer noch schlimmer. Oh Gott. Wäre ich mal zur Küste gefahren, hätte auch nicht schwerer sein können, ey. Und dabei jetzt schon 24 Grad, ne? Sonne, jetzt voll in der Sonne. Und nichts zu saufen. Ach, hier ist auch nichts, hier ist kein, gar nichts, kein Geschäft, nichts. Guck mal, wie lahmarsch selbst die LKWs hier hochkommen, ey. Nicht zu fassen, ey. Das ist nicht normal. Ich schicke mich jetzt ja echt auch noch hoch, ey. Hammer. Und dahinter ist noch ein fetterer Hügel. Also kann nicht sein, dass ich jetzt seit 1,5 Stunden mit einem Berg hier aufhalte. Und ich bin heute gerade mal 8 Kilometer gefahren, ey. Da bin ich ja über nächstes Jahr noch nicht in Antalya, ey. Jetzt bin ich noch nicht im Kaukasusgebirge, ey. Das ist ja Wahnsinn. Da geht es halt 7 Kilometern hoch. Das ist ja fast wieder Berg Leggett in den USA. Das ist ziemlich das Schlimmste, was ich hier mitgemacht habe. Außer in den Alpen. Mein Gott. Also was für Stöcke. Wenn ich an den Berg nicht mehr erinnern kannst, ne, dann weiß ich nichts mehr. Du hast gesagt, du kannst dich an nichts Entscheidendes hier mit Berg hoch erinnern. Ne? Sorry. Im Vergleich zum Kaukasus ist das vielleicht nichts, aber den vergessen kann man nicht. Hinter Milas. Echt, ey. Das hat doch nichts mit Fahrradfahren mehr zu tun. Das macht keinen Spaß. Mann, das ist ja schlimmer als England, ey. Sagen wir mal, haben die mich hier auf den Berg Ararat hochgeführt oder was? Hier auf die Sintflut. Schau dir mal an, wo ich hergekommen bin. Wenn ich bedenke, 7 Kilometer, 10%, dann müsst ihr auf 600 Meter sein oder so hier. Ne. Sag, hätte ich auch Küste fahren können. Super. Selbe Scheiße wäre das gewesen. Da hätte ich nichts von der Landschaft gehabt. Hier ist nichts, ey. So, Jungs, 10 Kilometer gefahren. Das ist jetzt meine erste reguläre Pause. Wir haben 10:15, 10:30. Einen halben Tag hält ich mich hier fest wegen diesem verschissenen Berg hier. Guckt euch mal, wo die mich hochgeführt haben. Ey. Mein Gott. Guckt euch das mal an. Ich liege hier auf 600, 700 Meter Höhe. Da geht noch höher. Es geht höher und höher. Hört. Nicht auf. Wenn ich jetzt hier ein halbes Jahr sitzen muss, ne? Ich mache meine Pause. Echt, echt. Das ist nicht auszuhalten. Ich habe nichts zu trinken, ey. Mann, wenn ich das gewusst hätte, ich mir eine komplette Flasche unten an der Tankstelle geholt. Ich kann doch nicht damit rechnen, dass das hier 10 Kilometer hoch geht, ey. Und das Schlimme ist, hier ist nichts. Hier ist kein Café, hier ist keine Verkaufsstelle. Ich bin hier mitten im Wald, im Gebirge. Und das Schlimme ist, kontinuierlich 10% Steigung. Da ist nicht einmal mal ein Stück Flachstrecke dabei oder sonst was. Guck mal, wie der hier hochkämpfen muss, ey. 10%, 10%. Ich fahre 5,5 bis 6.
Prinzip kann ich das Fahrrad schieben, bin ich genauso schnell. Das merke ich einfach an der Geschwindigkeit von 5,5 bis 6. 10%. Da kann ich das Fahrrad aufschieben. Also sorry, das ist bis jetzt der beschissenste Anstieg seit 2017. Irgendwo in Bulgarien eine Bergkette hoch oder in Griechenland. Aber guck mal, der LKW kommt hier kaum hoch, ey. Mann, wie langsam der fährt. Ich habe das Gefühl, wird immer steiler. Jetzt habe ich schon eine lange Pause gemacht und komme nur noch mit 5 Stundenkilometern hier hoch. 5,0. Das heißt, da müssen mehr als 10% sein. So, zum ersten Mal weht hier ein laues Lüftchen. Das könnte dann sein, dass ich so ziemlich den Gipfel erreicht habe. Ja, es war zum ersten Mal 13, leider gegen den Wind. War ja klar, wenn ich mir erstmal was zu trinken wollen. Boah, und wer weiß, was da noch kommt an Bergen. Wenn ich hier so mich umgucke, ey. Okay, ich hab's auch was. Oh, ich hab Durst. Okay, 50 fahren hier, danke. So, da bin ich jetzt hergekommen. Da geht's weiter lang, Leute. Es ging die ganze Zeit jetzt nur berghoch. Also seit 12 Kilometern, seit ich losgefahren bin, war die Geschwindigkeit 12. Sieht aus, wenn er runtergehen wird, geht aber nicht. Und hier mache ich jetzt mein Päuschen. Oh, ich habe Durst. Hoffentlich gebe ich dir was zu trinken, was zu essen. Ja, dieser Mann bedient mich da. Überall der. Hier mal. So, die essen schon lecker. Ich will jetzt auch gleich lecker essen. Ich bin so hungrig und durstig. Leute, wir haben 10:45, ne? Ich bin 12 Kilometer gefahren. Also in dem Durchschnitt komme ich ungefähr am 8. Juli 2125 da an. Und dann doch mal türkischen Lira Film, den ich gerade bezahlt habe. Jo, leckeres Dönerbrot mit 2 Coca-Cola, gerade mal. Mein Gott, 5 Euro habe ich bezahlt, ey. Ja, in dem Bütchen habe ich jetzt lecker gegessen. Ich wollte übrigens noch sagen, Leute, den Hammerberg, den ich jetzt hier am Morgen hatte, direkt am Morgen, ne, den habe ich auf allen Fahrradtouren, auf fast 41.000 Kilometern durch 4 Kontinente, noch nie gehabt. Hammer. Ich habe ja gesagt, 12 Kilometer bis jetzt gefahren. Ne? Wir haben fast 12 Uhr, ja. Also heute werden es vielleicht 40, 50 Kilometer werden, wenn ich Glück habe. Wenn die Berge da nicht noch weitergehen, wird es vielleicht sogar noch weniger. Aber schauen wir mal. Aber ich chille und das erste Mal, die ist ja auf irgendeiner Radtour, ob jetzt Frankreich, die Ruhrtour, Englandtour oder Bremerhaven-Tour, ich habe nie gechillt. Jetzt chill ich zum ersten Mal und wisst ihr was? Ich fühle mich wohl. Also nach der langen Frühstückspause, kann ich sagen, ich fühle mich zum ersten Mal wohl und sogar fit. Aber der Hammer, der war ja heute Morgen echt, also was heißt heute Morgen gerade, der war schon heftig. Große Abfahrt kommt. Hier warte ich eigentlich vor Mula. Jetzt geht schon wieder hoch her. Oh, bestimmt 5-6%. Der nächste Ort. Kurutjuk. Oder Kurutjuk. Kein Strich
Jacke. Guck mal, Leute, wie nimmt das mit dem Play auf kein Ende? Geht es schon wieder bei 2 Kilometern und mit Stundenkilometer 9 hoch. Wie hoch ich noch fahren musste. Hammer! Aber ich schätze mal, ich bin auf 6, 7 Meter.